Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore und zusammen mit Lot. TK to the Bee. TK Beast meinst du, oder? TK Beast, ja. Wir sind im Sumpf und hier gab es doch irgendwo einen Weg, den wir gehen konnten. Ich glaube, weit im Osten. Aber geben wir uns jetzt hin. Falsch, das die Mitte, Entschuldigung. Ich habe vorher die Felder besser auf so weit gespielt, da greifen wir mit Y an. Autsch, null Punkte. Wie kann er nur? Freu dich doch. Deine dummen, komischen Moskitos. Laufen wir mal hier lang? Ich habe keine Ahnung, ist schon länger her, dass wir gespielt haben. Ich hab dich gefragt letztes Mal, weißt du noch, wo wir hin müssen? Ja, jetzt haben wir schon länger nicht mehr gespielt, also. Dann beim nächsten Mal. Außerdem waren das, glaube ich, nur eine Woche. Sieht ja gut aus, hier waren wir noch nicht. Ich hab das Gefühl, hier waren wir schon. Wir mussten wirklich weit. Stimmt, ich glaube, wir mussten. Ah, nee, genau, wir mussten. Ah, genau, ja. So, Und zack. Ach, komm schon. Ich da daneben schlagen, weil sie abhaut. Hey! Was, keiner von uns hat getroffen? Immer zu spät. Also dann hier über die Blätter. Unter der Brücke hindurch. Aber von der unter der Brücke durch kamen wir her. Ja eben, da gab es noch einen anderen Weg. Wir haben uns entschieden, zuerst nach oben zu gehen. Okay. Gehen wir mal hier lang. Gott, also über dem Spiel hätte echt eine Karte gut getan. Ja. Ich weiß, dass es sehr, sehr weit im Osten war, aber ich glaube nicht so weit. Ah, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Aber wir haben immer noch nicht gefunden, was wir eigentlich gesucht haben. Irgend so eine Art Pfeffer. Ja. Den müssen wir den Boss besiegen, um den zu bekommen oder sowas. Aha, wir haben zumindest jetzt wieder einen Weg erzeugt. Aber wo kommt denn die her? Du weißt doch, das ist die Sprite-Limitierung. Es gibt immer nur zwei oder drei Gegner angezeigt werden. Und sobald die Zahl überstiegen wird, werden Gegner, die normalerweise dort sind, einfach ignoriert. Es sei denn, das Bild geht kurz weg. Dann sind sie wieder da. Das auf Mana war besser, da sind sie nämlich im Bildschirm, erst in den Bildschirm gelaufen, anstatt einfach aufzutauchen. So, lass mal nach oben gehen. Ja, würde ich auch sagen. Das ist eigentlich Basilisk-Frosch, der hat doch gar nichts gemacht. Autsch. Wieder. Das gibt's doch nicht. Dieser kleine Sprung ist ein Angriff. Ja, ich habe meine Axt auf Level 2. Das kann ich auch aufladen. Oh, ich hasse dieses Scheißviech. Autsch. Toll. Hier unten können wir auf jeden Fall nicht lang. Können wir nicht, ja. Auf unsere Energie achten. Autsch. Gibt's doch nicht. Autsch. Können die endlich auf uns so fertig zu machen? Du brauchst jetzt dein Dog-Biscuit. Heil mich doch mit dem Ding. Der Heilzauber ist aber nicht besonders stark, aber naja, der muss stärker werden. Ja, genau. Ich kann mich auch mal heilen. Vergiss nicht, ab und zu schnuppern. Achso, ja. Vielleicht finden wir noch Wurzeln, die wir für den Heilzauber brauchen. Da. Was ist denn das? Wir hatten hier schon die ganze Zeit, oder? Ja, so. Neues Gebiet. Neues Glück. Was zum... Das gefällt mir weniger. Ist das so eine Art Wasserschlange? Ja. Das wird vermutlich der Boss sein, ne, der jetzt kommt. Jetzt habe ich aber Angst. Rechts oder links? Du suchst aus. Du bist Nummer rechts. Eins. Schnupper mal. Hier ist nichts. Nee, da ist nichts. Nee, auch nichts. Laufen wir vorsichtig nach vorne. Ja, auch nicht. Okay, dann. Boah, hier geht's ja gar nicht weiter. Ah, jetzt. Ach, da ist ein Typ. Hey, Kid, give me a hand with the snake. It's getting out of control. Also doch. Oh je. Okay, cool sieht der schon aus. Ja, cooler Effekt. Ah, der wird aufgeladen. Wir müssen bestimmt dann immer jetzt gucken, wo der Kopf erscheint. Bestimmt. Ah, von da. Autsch. Dann müssen wir jetzt auch noch
hier ausweichen. Oh shit. Ich bin auch gleich tot. Ich gebe dir jetzt deinen Dog Biscuit. Hä? Kann ich den nur benutzen, wenn du tot bist? Du kriegst erhalten Nektar. Yay. Ich benutze einmal die Heilformula auf mich. Ah, Heilung hat sich verstärkt. Apropos Magie, ich könnte ja eigentlich auch mal ein paar der anderen benutzen. Flash. Was, Dinger kann man angreifen? Ich glaube, die müssen auch angreifen, denn wir können den gerade nicht erwischen. Naja, das hat nicht besonders viel gebracht. Da ist er jetzt wieder. Also, ich kann die nicht erwischen. Also, ich habe gerade einen erwischt. Guck. Ah. Tatsächlich. Wo ist denn sein Kopf jetzt? Autsch. Oh, super. Am besten geht's mit Aufladen. Jawohl. Oh! Ich will bis auf meine Heilung. Wenn ich sterbe, zerstört sich alles vorbei. Das reichen erstmal. Also ich treff den nicht. Wir müssen definitiv erstmal die Flammen erledigen. Was zum Miss? So, wo ist sie denn, die Flamme? Erwischt. Jetzt ist er wieder untergetaucht, ja. Wow. Ich habe sie zwar alle getroffen, aber ehrlich leider auch. Na, dann verschwindet er. Das heißt, ist vielleicht seine Schwachstelle, die Flammen zu erledigen. Aber dann nimmt er doch überhaupt keine... überhaupt keinen Schaden genommen. Was war das eben? 109 Schaden hast du auf die Dinger gemacht? Ja. Oh shit. Mal gucken, wie viel Heal jetzt heilt. Mal hin. Na, da kommt die Flamme wieder. Ja. Siehst du, die taucht immer dann unter, wenn wir die Flammen erledigt haben. Aha. Da ist sie. Ja, das bringt nichts. Ja, also da braucht man wirklich Alchemie für die. Ich will mir nicht vorstellen, weil Alchemie begrenzt ist. Aber ich sehe nicht wirklich, dass wir irgendwie Schaden auf die machen. Ach, die kommt manchmal nach uns schnappen. Das ist unsere Chance. Toll, so schnell wie die das macht, da trifft die uns. Schatz, das war's. Guck, wie willst du denn so schnell reagieren? Das ist wirklich, aber es muss so sein, oder? Na, jetzt mach ich auch noch einen Miss. Wow. Ah, sie guckt vorher ein bisschen böse. Ja, gut zu wissen. Also, dann tun wir die Schlange mal beobachten. Ich versuch's mal zu provozieren. Sag mal, also ich habe nicht gesehen, dass die irgendwas... Doch, die hat böse geguckt. Guck. Ja, ich habe getroffen. Es war zwar Zufall, aber ich habe getroffen. Ja, ob die ist wieder rechts. Ja, ich will aufladen, damit ich die Flammen erwische. Jetzt kommen wir doch nicht über die Brücke. Ha, erwischt. Sehr gut. Links? Nee, hier. Hey, du hast alle erwischt, jetzt dürft ihr gleich wieder untertauchen. Ja. Das bringt nämlich nichts. Wir müssen eine Flamme da lassen. Ja, sieht so aus. Links. Oh, diesmal andere Seite. Da sind jetzt zwei von ihnen. So, ich habe zwei erledigt. Die an der vorbeirennen. So. Ha! Ja. Okay, jetzt müssen wir die erledigen. Ja. Mich am besten vorgehen, denn mich trifft er irgendwie nur mit einem Schadenspunkt. Ja.
können wir ja wegmachen. Die eine bleibt leben. Na los, schnappt nach uns. Verdammt. Oh, wir brauchen Heilung. Ich mach das mal auf uns beide. Oh. Grad zurückgehen, um aufzuladen. Ich sehe nichts, ob so böse guckt. Guck, geh mal ein bisschen nach oben. Jetzt. Ha. 26, super. Ich habe nur wenig Schaden gemacht. Links aufgetaucht? Nee, hier in der Mitte. Oh, das gibt's doch nicht. Scheiß Viech. So, das eine leben lassen. Achtung. Ich hab wieder aufgeladen. Und jetzt. 56, oh Mann. Komm schon. Andere Seite. Hin und her. Wo sind die Flammen? Ah ja. Ja, wieder untergetaucht. Verdammt, ich hab gedacht, es wären... Nein, es können immer nur drei Flammen da sein. Wir hatten schon einen erledigt. Ich hab gedacht, es wären erst zwei gewesen. Vielleicht müssen wir wieder eine Flamme vorbeilaufen lassen, oder? Ja. Ha, ich hab ihn erwischt. Sehr gut. Und die eine Flamme ist gerade gut, dass die da ist. Wieder von hier. Nein, da ist nur die eine Flamme gewesen. Oh, stimmt. Hab ich doch gesagt. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Ach Mann. Ja, dann lass uns erst die Flamme machen. Dann ja. Den Boss. Oh, jetzt brauchen wir Heilung. Ja. Wie ist die Flamme jetzt hier? Sorry, ich muss die Flamme abwehren. Ja. Ich fange an, böse zu gucken. Na komm. Zeig uns deine Attacke an. Mach schon! Sag mal. Wieso will sie gerade nicht? Jetzt. Jetzt habe ich nicht reagiert. Immerhin ist meine Attacke draufgegangen. Verdammt. Sie ist wieder rechts, stimmt's? Ja. Jetzt komm schon, wir müssen noch eine Flamme so oder so leben lassen. Ja, stimmt. Ach, wir sind beide hier. Oh oh. Ich nehme mir mal eine richtige Heilung, also einmal Nektar, damit ich mal voll werde. Eine Flamme muss weg. Willst du mich auch heilen? Noch nicht. Ich kann nicht so gut mit dem Blockbiscuit heilen. Ah, jetzt sind beide Flammen weg. Ja. Okay, so. Eine Flamme ist noch da. Perfekt. Die ich gerade ablenke. Oh, hast du getroffen? Ja. Gott, wie viele HP hat diese Schlange? Die andere Seite. Gibt's das? Lass mich vor, habe ich doch gesagt. Ich habe mehr HP als du, also diese bessere Abwehr. Ja, bist ja auch ein riesen Wolfshund. Ja, willst du sie jetzt angreifen oder nicht? Ja, ich probier's doch. Ach, jetzt komm schon. Die da hat ein... Ach, verdammt. So, die eine ist zum Glück weg. Mach dich halt. Los, greif an. Greif an. Jetzt. Ah, jetzt haben wir beide getroffen wieder. So, du kriegst jetzt auch mal Blütenblätter. Das war sich ziemlich erwischt. Du bist die Axt jetzt gerade auf Level 1 gelevelt. Autsch. Shit, wir haben nicht aufgepasst. Achtung. Ja, hab erwischt. Weg. Sie kann bleiben.
wenn sie nicht wieder zu ihr geht. So. Dann wollen wir mal... Oh. Hey, ich hab doch getroffen. Die Flamme ist zurück. Oh, ich verwöse. Na, du hast getroffen. Jetzt heil mich mal, bitte. Ich heil uns beide mit der Heal-Formula. Nur vier Stück. Wie viele verdammte HP hat das Vieh? Tara, nicht jetzt. Okay, eine ist tot. Ja. Och nein! Nee, das Mikro geht's gut, sonst hätte mein PC was gesagt. Ja, aber das hat uns jetzt voll das Konzept gebracht. Ich weiß. Ja, willst nicht nach oben? Ich muss gucken, ob sie angreift. Danke. Ich wollte erst aufladen. So, erwischt. Einer von uns hat getroffen, glaube ich. Ja. Weg. Hoffentlich gibt es danach Level-Ups für uns. Clara, jetzt geh da mal weg. Okay, sie hat sich hingesetzt. So. Aufladen. Ja. Verdammt, deswegen will ich aufladen, bevor ich hochgehe. Ja. Ja, du hast mir immer gesagt, ich soll hochgehen. Was? Ja, damit ich sehen kann, wenn ich fertig aufgeladen bin, damit ich gleich angreifen kann. Hast nicht den Sinn dahinter verstanden. Ja, aber dann ist doch klar, dass ich getroffen werde. Ja, du musst ja nicht so weit nach oben gehen. Nur damit man die Augen sieht. Die Was Kamera ist halt echt scheiße von dem Spiel. Wow. Ja. Ach du meine Güte. Ich war gleich nochmal. Ja. So, ich hab getroffen. Das wird ja immer schlimmer. Ich brauch wieder ein Blütenblatt. Hoffentlich reichen unsere Heiler-Items. Hilfe. So. Gut. Nur noch eine da. Gibt's das? Autsch. So. Autsch. Auch jetzt reicht's aber langsam. Also, wo kommt sie jetzt? Rechts. Ich hab keine Ahnung. Ja. Du vor wie immer. So. So. Jetzt. Ja, wie viel hält die eigentlich aus? Wie viele verdammte HP hat das Vieh? Autsch. Aua. Die Heal-Formular einsetzen. Die letzte. Die rechts ist immer blöd. Na komm. Na komm, böse. Jetzt. Und erwischt. Sag mal, das ist aber echt langsam nervig. Ja, ich weiß. Also sorry, die... So... Die haben wirklich versucht, mit diesem Spiel Secret of Mana Konkurrenz zu machen. Da fehlt ja wirklich jegliche Dramatik und Design vom Boss und was ich nicht alles. Oh, und ich bin wieder fast tot. Ich hab noch Nektar, oder? Weil man kann einfach nichts tun, um auszuweichen. Ja, also, ja, das ist ein schlechtes Boss-Design. Mehr sag ich dazu nicht. Autsch. Dafür wieder! Es geht so schnell!
Och, hey. Immer noch nicht. Sag mal, wir haben schon so viel Schaden auf die gemacht. Wie viele HP hatten das Ding? 1000? 1000 wäre schon längst vorbei. Und die Musik erinnert mich irgendwie frappierend an Super Metroid. Ich hab langsam keinen Bock mehr, wenn die links ist, dahin zu gehen. Da werden wir immer getroffen. Woanders hin. Da, wo ist sie denn jetzt? Rechts. Okay. Ich hab noch ein HP, fällt mir gerade auf. Ja, aber ich belebe dich dann mit dem Dog Biscuit wieder. Oh, das waren alle. Ja. Ich bin. Ja, dann gibt's jetzt den Dog Biscuit. Ah, okay, ja, ich bin wirklich erledigt. Der Part hat schon Überlänge wegen diesem Boss. Ich würde jetzt hier gerne nicht versagen. Ja, vor allem frage ich mich echt, was können wir sonst machen, damit der Bosskampf irgendwie besser ist, oder... Was wir jetzt wirklich versagen, gucke ich mal in den Guide. Ja, ich glaube, das ist das, was wir machen können. So, weil der Boss jetzt mehr links ist, gehen wir jetzt hier rechts an der Brücke hoch, um den mal zu sehen. Gut. Okay, wow. Immer noch nicht tot. Ich brauche jetzt auch wieder eine Heilung. Was habe ich denn noch? Ja, die Colby könnten wir benutzen, dann kriegen wir eine Attacke. Ich glaube, das mache ich gleich, wenn die wieder links ist. So, du gehst vor. Nee, die ist rechts. So. Ach komm, ich habe doch losgelassen, um meine Attacke zu machen. Du hast auch getroffen und die Flammen erledigt. Das war jetzt purer Zufall. Ja, hier. Ha, okay, ich habe alle Flammen erledigt. Ja. Aha. Meine Güte, ist gerade auch irgendwas hin? So, eine geht durch. Ich werde jetzt mal diese Callbeat einsetzen. Wo war sie denn? Du warst eben gerade im Menü. Ja, genau. So, was können wir denn für Attacken mit ihr machen? Oh, die können auch heilen. Aber wir machen jetzt mal viele, ja. Auf die Gegner? Du kannst eben. Ah, doch, der Boss wird ausgewählt. Ui, 65. Schön Schaden gemacht. Naja, so viel machen wir auch mit aufgeladen. Aber immerhin ging's schnell. Okay. Hoch. Irgendwie ist es auch total unspektakulär und langweilig sogar, dieser Boss. Eine Attacke halte ich noch raus. So. Schon wieder, wer abgetaucht. Ich glaube, die aufnehmen. Ah, hier. Schnell, die waren gerade alle drüben. Los, guck böse. Toll. Jetzt haben wir noch Essenz. Verdammt, das heilt nicht. Was macht Pixie das? Irgendein Buff. Kann ich nur noch die Callbeat und Lifespark einsetzen. Mache ich aber auch uns beide. Ja, das hat wenigstens einiges gebracht. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Heilungen, glaube ich. Wann ist dieses Scheißvieh endlich erledigt? Der hat wird ja noch eine halbe Stunde lang. Ja, ich finde es so regelrecht langweilig. Ja, ich finde es auch nicht besonders spannend. Ist dieses Ding irgendwie verbuggt oder was? Dass es immer seine HP resettet? Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, theoretisch müssen wir seine Flammen gar nicht machen, ja. Ja. Die andere Seite. Aber die sind halt im Weg, die Flammen. Los, guck böse, lass uns angreifen. Endlich! Endlich! Wow. Das war der unspektakulärste Bosskampf, den ich je hatte, ehrlich gesagt. Ja. Wow, that thing was even hideous than the mug monster in the sickening of Slime City. What a relief! That beast was about to suck up my heart and me with it. Hm, bist du drücken? Oh ja, weil ich die letzten Treffer gemacht habe. Okay. Thanks to you, it's sunk for sure. Good job. No problem. You can call me Blimp. I work with swamp gas and fume bugs. Oh, that explains the stench. Hmm, I haven't noticed. Come on in, kid. I'll show you my place. Tja, einfach die Leiter. Okay, jetzt beenden wir aber erstmal den Part. Aber echt. So, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.